Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Neros MTG Prognosen und ich dachte mir, ich ziehe das Ganze mal ein kleines bisschen so auf, wie wir beide führen jetzt eine kleine Stammkneipen-Diskussion über Magic und deren, naja, was heißt Zukunft, wäre ein bisschen weit gegriffen, sondern einfach nur darum, sollte ich mir ein Display der Iconics Masters holen. Das ist so das Grundthema. Wir beide treffen uns in der Kneipe, setzen uns mit ein Bierchen hin und reden darüber. Und ich sage, sollte ich mir ein Display kaufen? Lohnt es sich? Lohnt es sich, so ein Display zu kaufen? Dann stellt sich halt allererstes mal die Frage, wie teuer ist denn so ein Display? Ich glaube, das ist klar, dass wir das als allererstes erstmal regeln müssen. Hier hinten. Bis zum 17.11. kann natürlich noch einiges passieren, bis das Display erscheint. Zum Beispiel, es werden Spoilerkarten rauskommen etc. Aber zumindest wissen wir momentan nur eins. Wenn wir uns das in Deutschland kaufen, dann kostet es 225 Euro. Ich weiß nicht, ob es günstiger oder teurer wäre, es aus Italien zu holen. Das ist zumindest so die Frage. Und dann ist natürlich die Frage, lohnt es sich, ein Iconics Masters Display zu kaufen? Natürlich könnten jetzt die einen oder anderen sagen, sobald die Edition rauskommt und damit die Reprinted-Liste aufgelöst werden soll, ist das der Tod von Magic. Ich glaube, das hat man schon öfters gesagt, erinnert euch mal, als Chronicles rauskam, Chronicles für einen oder anderen, das sagt euch wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Und hier gehe ich tatsächlich mal einen anderen Weg, und zwar gehen wir hier über Displays. Das hatten die aber mal ein bisschen schöner, muss ich tatsächlich sagen. Naja gut. Chronicles, wie gesagt, sagt dem einen oder anderen auch zum Beispiel überhaupt nichts mehr. Das ist auch einer der Editionen gewesen, die Reprints waren. Und zwar deutliche Reprints. Wenn wir jetzt nämlich einfach mal, jetzt können wir so leider nicht rein, jetzt müssten wir wieder auf Einzelkarten gehen. Das ist ein bisschen ungeschickt gemacht, aber ach, egal. Gehen wir jetzt mal in Chronicles, in die Einzelkarten und gucken uns mal die Bilder an. Wir können uns die auch gerne mal nach Preis sortieren lassen. Dann seht ihr, das ist sowieso alles nur ein Reprint gewesen. Damals war da Blood Moon drin oder hier alle Creatures am Haze, City of Brass. Wir reden von einer Zeit, in der sowieso noch nicht so viele Karten existierten. Darauf will ich nochmal kurz hinweisen. Wir haben hier unsere Tron Pieces, für die Modern gerne spielen. Und hier halt noch so ein paar andere Karten. Wie ihr aber allgemein sehen könnt, und ich glaube, das ist sogar nach Preis sortiert. Ja, ist es. Die Karten sind an sich so viel nicht wert. Und ja, krasse Megakarten sind so jetzt auf Anhieb erstmal auch nicht zu sehen. Trotzdem hat man damals schon rumgeflucht. Naja, die hatten schon ewig. Naja gut, daraufhin wurde ja auch gesagt, wir wollen bald Karten drucken, die, also wir wollen mal Karten haben, die nicht mehr gedruckt werden dürfen, denn Magic bleibt ein Sammelkartenspiel. Und damit die Leute doch weiter sammeln können, müssen die Karten aber auch nicht unendlich viel reprintet werden. Das war zumindest deren damalige Aussage, die sie gefällt haben, um auch den Sammlern die Möglichkeit zu geben, ich habe hier ältere Karten und ich sammle sie und irgendwann habe ich alle voll. Dass natürlich so viel mehr Spieler dazu kommen, dass das Spiel so lange überlebt, konnte damals natürlich niemand da ahnen, denn wir dürfen eins nicht vergessen, Magic ist das Spiel mit der längsten Lebensdauer als Tabletop-Collector-Game und Tabletop-Card-Game, also was du auf dem Tisch spielst und was du sammeln kannst, ist nun mal das Spiel. Dann möchte ich jetzt natürlich einmal auf die Pro- und Contra-Seite zuweisen. Die Contra-Seite zu sagen, okay, sobald die Iconics Masters rauskommt, werden die Preise fallen. Das ist ja natürlich die eine Sache, die man sagen kann, und würde sagen, okay, bis dahin sollte ich meine ganzen alten Karten verkauft haben, um noch ordentlich Geld rauszuholen. Wobei wir, wie gesagt, immer noch nicht wissen, was tatsächlich drin ist. Wir wissen nicht, ob das im jährlichen Zyklus diese Iconic Masters reprintet werden, ähnlich wie es mit Modern Masters, jedes Jahr eine neue mit neuen Karten drin, was drin sein wird, ob Moxe drin sein werden, wir werden es nicht wissen. Gucken wir uns erstmal an, was passiert, wenn Karten reprintet werden. Und zwar nehmen wir uns tatsächlich Force of Will. Force of Will war mal um die 80, 90 Euro. Wir sind jetzt hier bei knapp 37 Euro, wobei bei den ganzen Karten auch die schlecht erhaltenen Karten drin sind, die wirklich schlecht an die pur sind oder sowas. Wir nehmen einfach mal ganz kurz hier rein, nur um das zu demonstrieren. Guckt euch mal die Karte an.
Hier oben, hier Wasserschaden, Knick oder was immer das ist. Also die Karte ist wirklich am Arsch und hier die anderen sagen auch schon, die sind schlecht und wir sind immer noch bei 40 € dementsprechend. Hier haben wir 225 €. Die Karten sind tatsächlich Judge-Promos, Judge-Reward-Promos, die sie mal gekriegt haben, dafür, dass sie das Jahr gejudged haben und dann eben halt auf einem bestimmten Grand Prix anwesend waren, um sich einen Vortrag zu hören. Dafür haben sie dann diese Judge-Promos bekommen. Als Dankeschön von Wizards. Ja, die Karte ist ein bisschen mehr wert. Die sind auch alle soweit gut erhalten. Die sind ja nicht kaputt. Das sind diese World Masters Decks, die nicht turnierlegalen Karten. Die wurden gedruckt, einfach nur mal, um damit Spieler auch mal Weltmeister Decks haben können. Man hat nicht lange überlebt. Hier haben wir die Reprints und wie ihr seht, 60 €. Hier haben wir noch mal eine aus diesen Sommer super seltenen Masterpieces, die zum Sammeln gedacht wirklich sind. Und naja, manchen gefällt das Design oder auch nicht. Was haben wir denn sonst noch so? Ist denn, ansonsten ist hier keine. Okay, wir haben auf jeden Fall gesehen, die Karte ist auf jeden Fall gefallen. Und jetzt kann ich noch mal sagen, das ist der kurzfristige Blick. Eine Karte, zum Beispiel, wenn jetzt wird, na, der Tabernakel ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Wenn eine Karte, die alt ist, reprintet wird, wird sie in dem Moment erstmal fallen, weil viele erstmal Angst um ihr Geld haben. Das bedeutet für diejenigen, die versuchen noch auf Teufel komm raus Geld zu machen, verkaufen ihre Karten unter dem letzten Preis, setzen die eben halt noch einen Mietdeal runter, damit sie die auf jeden Fall verkaufen. Der Wert wird erstmal fallen. Jetzt könnte es natürlich Investoren geben. Man sagt zum Beispiel Fugger. Herr Fugger ist einer der umgerechneten, wenn du es auf die heutige Währung rechnest, der reichsten Menschen der Welt gewesen. Womit hat Herr Fugger unter anderem sein Geld gemacht? Er hat unter anderem den, ich glaube, das war den Schweizer König oder den österreichischen König, ich glaube, den österreichischen, Geld geliehen in schweren Kriegszeiten, wo alle dachten, ha, dass wir hier, den werden sowieso nicht unser Geld verdienen. Er hat tatsächlich einen Risikokauf gemacht, in schlechten Zeiten Geld ausgegeben und tatsächlich hat dann im Krieg, ist der Krieg zu Ende gegangen, der König hatte nicht verloren, konnte das Geld nicht zurückzahlen, hat Herrn Fugger aber Geld gegeben, um, nicht Geld, sondern Rechte an einer Silbermine. Und schon war im Silbergeschäft. Unter anderem hat er auch weiter in schweren Krisenzeiten immer dann Geld investiert, wo alle anderen rausgesprungen sind. Das sagen auch andere Finanzexperten in Sachen Aktien. Wenn Aktien fallen und man geht davon aus, dass sich das Unternehmen sowieso erholen wird, also dass es nicht bankrott geht, aber die Aktien fallen, in schweren Zeiten sollte man die Aktien kaufen, damit sie dann wieder steigen. Genauso sieht man das auch in alten Karten. Und jetzt kann ich nämlich nochmal das zeigen, das war der kurze Blick für Karten, wenn sie reprintet werden, wie sie fallen. Und jetzt nehmen wir mal den langen Blick. Jetzt sagt der eine oder andere von euch vielleicht, was für einen langen Blick gibt es denn? Wo haben wir tatsächlich die Option zu sehen, wenn Karten reprintet werden, wie sich das auf wirklich Langzeit runtergeht? Und hier habe ich eine wunderschöne Karte, zusätzlich mit einer wunderbaren Edition, um das einmal zu zeigen, wie sich Reprints zu Originalkarten auf lange Zeiten verhalten werden. Deswegen verstehe ich nicht, warum die teurer sind als die. Die werden irgendwann deutlich mehr wert werden als die Reprinted-Karten. Mein Beispiel ist Eureka. Eureka ist eine Art grünes Show and Tell für alle Spieler. Und hier können wir mal Folgendes sehen. Man sagt ja, okay, Karte 8, 70, 60, 60 € ungefähr im Preis, 75 €. Was haben wir? Wir haben hier die italienischen Karten. Die italienischen Karten sind, wenn man sich die Bilder anguckt, deutlich farbenfroher, hätte ich fast gesagt. Die sind deutlich dunkler. Was ist denn damals passiert? Tatsächlich ist in Italien ein Reprint von Legends erschien, was hätte niemals erscheinen eigentlich dürfen. Damals gab es einen ziemlich großen Rechtestreit und es kam auf jeden Fall Karten von Legends raus. Das ist also einer der ersten Reprints von Legends, die eigentlich niemals hätten erscheinen dürfen. Danach wurde es auch nicht nochmal gedruckt. Legends war dann eben halt, wie gesagt, von bis auf die Italien Art und Weise. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Chronicles dabei wäre. Ich glaube nicht. Nein, nein. Auf jeden Fall, Italien sind die einzigen Reprints dieser Edition. Jetzt guckt euch mal die Preise der Reprints an. Ja, ihr seht, die steigen auf jeden Fall. Und jetzt geht's los mit Englisch. Englisch ist die einzig Original gewesen. Und wir filtern mal tatsächlich raus, was mit den Preisen passiert, wenn wir nur die Original-Edition nehmen. Die Original-Edition geht bei 125 los, wobei die Rückseite weiß ist, angeblich vom Maler als auf Echtheit geprüft, soll wohl legal sein, also zumindest nicht turnierlegal, aber ist eine echte Karte.
Ist aber nicht signiert worden, keiner kann sagen, ob es stimmt, deswegen hat er den als untersten Preis angesetzt. Aber gucken wir mal die nächsten an. Hier oben sind wir bei 175 Euro und ich sehe immer 175 Euro zu 60 Euro als Reprint. Das ist genau das, was, wenn man investiert in alte Originalkarten, weswegen ich immer sage, holt euch Originalkarten, möglichst in der heutigen Zeit in einer anderen Sprache als auf Englisch, weil Englisch ist immer die reprinted Form. Gut, bei den Karten gibt es ja nur Englisch als Original. Aber das ist zumindest das, was man sehen kann. Genau das passiert, wenn man auf Originalkarten setzt, in einer limitierten Edition auf Langzeitlicht. Die Langkarten, die werden sowieso nur gekauft, denn das geht hier um Sammler. Sammler wollen Originalkarten haben, Sammler wollen keine Reprints haben. Sammler wollen gut erhaltene Karten haben und möglichst in der Originaledition, in der Originalsprache. Dementsprechend würde ich auch heute noch sagen, sollte Iconic Masters rauskommen, und die Preise fallen erstmal, weil die Leute panikartig ihre Sachen verkaufen. Kauft euch lieber die Originalkarten als die Masterpiece, also diese Iconic Masters. Was spricht allerdings für Iconic Masters? Hier unterscheide ich tatsächlich zwischen den Sammlern und den Spielern. Tatsächlich, als Sammler Originalkarte kaufen, kauft sie in dem Moment, wo alle panikartig ihre Karten verkaufen, kauft ein, was erzeugt, die Karten werden weiter steigen. Warum die hier tatsächlich fällt, kann ich nicht sagen. Vielleicht sind einige italienische verkauft worden zum Spielen, vielleicht weiß man, dass die reprinted werden und die ersten Panikattacken gehen schon los, wobei das ja schon fast ein Jahr, na nicht ein Jahr, ein halbes Jahr ungefähr jetzt hier darstellt. Ist aber auch nur ein Beispiel, wir könnten natürlich jetzt Legends allgemein einfach mal nehmen, nehmen einfach mal die Preise, Bilder abwärts sortieren. Gut, hier nehme ich mal tatsächlich als Einzelnes rein. Hier wechsle ich den Tab. Hier sind wir wieder bei nur Englisch. Wie ihr seht, die Preise steigen. Edition, also sind mittelmäßig gut erhalten. Das Bild war jetzt nicht so ausschlagkräftig. Aber ihr seht, 800 und Euro. Preis wird weiter steigen. Wir reden hier von einer limitierten Zahl verfügbar. 85 Karten für einer der stärksten Länder, die es eigentlich überhaupt gibt. Und auch im Legacy zum Beispiel legal zu spielen ist. Und zwar mehr als einmal. Das heißt, ihr könnt 4 Stück davon spielen. Was natürlich was anderes ist als im Vintage, wo man nur eine Karte spielen darf. Aber auch hier haben wir noch andere wunderbare Karten, die steigen werden. Wenn jetzt diese Karten reprinted werden, dann gehe ich nicht von aus, dass der Sammler seine 800-Euro-Karte aus seiner Mega-Hülle rausnimmt oder aus seinem Ordner oder wo immer er diese eben halt sicher verstaut hat, weil er eben halt ein Sammler ist. Sammler sammeln die und nicht zu verkaufen. Und er möchte die Karte spielen. Womit würde er da spielen? Würde er mit den Iconic Masters spielen oder mit den Originalkarten? Er würde diese Originalkarten aufgrund des Wertes nicht spielen. Wird er nicht. Vielleicht wird er seine Sammlung auffüllen mit den Panikverkäufen von irgendwelchen Händlern. Weiß ich nicht, wer sie bis heute nicht verkauft hat. Warum sollte er sie dann für den hohen Preis später verkaufen? Für niedrigeren Preis. Dann will er die Karte einfach nur unbedingt loswerden, weil er Angst hat, die Karte könnte noch weniger wert werden und macht sich selbst das Geschäft durch das Einsetzen der Karte für einen günstigeren Preis kaputt, weil er ja dafür der Vorgeber ist, wie günstig der Preis werden könnte und alle anderen ziehen nach. Das könnte so eine Kettenreaktion, so ein Rattenschwanz, Schneeballeffekt, wie immer ihr das nennen wollt, hinter sich ziehen. Also, lohnt es sich, Iconic Masters zu kaufen? Wenn ihr diese Uraltkarten, wenn die überhaupt drinne sein sollten, spielen wollt, ja, würde sich lohnen, denn wie ihr die italienische Version von Eureka hier gesehen habt, sind sie deutlich weniger wert. Ich würde mal knapp sagen, immer ein Drittel. Kurzfristig gesehen werden alle Preise fallen. Langfristig gesehen werden Reprints unten bleiben und die teureren Karten, die Originalkarten gehen nach oben. Es gibt allerdings auch ein, zwei Karten, wo es umgedreht ist. Es gibt ein Reprint, der in meinen Augen besser ist als der Original. Aber woran liegt das? Ich nehme jetzt mal genau Path to Exile. Mache ich mal so. Ist ein bisschen einfacher. Warum sage ich... Oh. Ja, genau. Warum sage ich zum Beispiel, dass bestimmte Extrakarten mehr wert sein können als... Also die Reprints als Originalkarten. Was einfach die Seltenheit angeht. Wir gucken uns mal, und zwar habe ich ja schon mal eine Folge rausgebracht und bitte guckt euch die an, wenn ihr nicht wisst, worum ich jetzt rede. Es gibt eine Folge, die habe ich genannt, ob Bilder den Wert von Magic-Karten beeinflussen können. Und wie ihr seht, das ist das Originalbild. Da, oft reprinted worden. Okay, das ist jetzt ein anderes Bild, da muss man das Bild mögen. Schwankt aber schon tatsächlich, ist schon ein bisschen höher, manche mögen das Bild.
Hier sind wir bei der Originaledition. Wir haben hier 986 Stück zur Verfügung. Wir sind halt in einer neuen, moderneren Zeit mit der Karte, wo einfach mehr existiert, mehr rausgehauen, mehr gedruckt worden, mehr Displays rausgeballert wurden ohne Ende. Und hier haben wir in meinen Augen die schönste Karte. Und zwar ist das eine Gateway-Promo. Die Gateway-Promo existiert zwar 600 und mal, ist aber zum Beispiel mehr wert als... Ja gut, das ist... Hier als die Karte zum Beispiel. Nein, ich finde, das tatsächlich ist das schönste Bild. Und hier kann ich mir auch vorstellen, dass das ist der zweit- oder dritthöchste Wert. Der dritthöchste Wert. In meinen Augen völlig vierthöchste. Vierthöchste, sorry, aber den dürft ihr eigentlich noch gar nicht sehen, weil die Edition hier eigentlich noch gar nicht wirklich draußen ist. Und die werden erstmal hoch eingestellt und werden dann tatsächlich fallen. Das heißt, die müsste ausgeblendet werden. Hier würde ich sagen, einfach aufgrund der Seltenheit, wobei 664 Stück tatsächlich Gateway Promo, die wurden auch rausgehauen, mehr wert sein sollte. Ist das schönste Bild tatsächlich. Hier, das finde ich nicht so geil, aber okay, ist ja Geschmackssache. Hier möchte ich allerdings nochmal eine kleine Anmerkung sagen. Diese Gateway ist Path to Exile, ist eine Foil-Karte. Wenn ich jetzt in die Original-Edition reingehe und hole mir die Foil-Karten raus, dann sind wir tatsächlich über diesem Wert. Wir sind wieder bei der Original-Edition in einer Foil-Edition. Warum ist Foil mehr wert? Einfach, weil sie seltener ist. Man könnte auch sagen, weil sie schöner ist. Ja, gefällt verdienen, aber sie ist vor allem seltener. Wir reden hier von einer Anzahl von 103 Karten zu... Ich weiß nicht, die dürften da nicht mit drin sein. 986. Doch, die sind da mit drin. Sonst hätten sie die vorne nicht angezeigt. Ja, das ist einfach der Grund, die Seltenheit. Seltenheit schöner, das heißt, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Lohnt es sich, dieses Display zu kaufen? Ja oder nein? Seid ihr Sammler? Nein. Denke ich nicht. Kurzzeit gesehen könnt ihr damit Geld machen, wenn ihr dieses Display habt und sofort die einzelnen Karten verkauft, wie diejenigen, die Karten unbedingt haben wollen, damit sie diese auch überhaupt erst besitzen können, für einen in deren Augen eventuell anständigen Preis. Wir wissen nicht, wie die Preise tatsächlich aussehen. Wir wissen nicht, welche Karten drin sind. Wir wissen nicht, wie teuer so ein Display ist, das wissen wir ja. 225 Euro, wenn ihr sie aus Deutschland bestellt. Knapp 200, wenn ihr es international bestellt, dann aufwärts. Wir wissen nicht, welche Karten da drin sind. Das kann also ein absoluter Flop werden. Es könnte auch sein, dass die Karten steigen. Wie gesagt, kurzzeit gesehen, alle Karten werden wohl an Wert verlieren, die reprintet werden. Langzeit gesehen, die Originalkarten werden weiter an Wert steigen und die Reprinted-Karten werden fallen, weil ich denke auch hier wird Wizards das nicht wieder mit limitierten Auflagen machen, auch wenn sie es sagen werden. Wir haben gesehen bei Eternal Masters, ja, sie haben die Karte als Neuauflage nochmal gedruckt in derselben Edition, obwohl sie gesagt haben, sie wollten es nicht machen, haben den Leuten einen fetten Arschtritt gegeben. Kann man daraus lernen. Wir wissen nicht, wie viele Iconic Masters überhaupt rauskommen werden, wie viele Folgen hintereinander. Gehen wir mal von aus, dass Wizards momentan einfach nur durch den CEO von Microsoft die Dinger raushauen werden, was das Zeug hält, die Leute weiter belügen werden ohne Ende. Es ist also eine Spekulation. Die Frage ist also nur ganz allein für euch. Liebt ihr Magic? Wollt ihr Karten sammeln? Ja oder nein? Wenn ihr sie sammelt, holt euch sie aus der Originaledition. Kauft sie am besten in Krisenzeiten von Magic, wo alle sagen, Magic wird aussterben. Wie oft haben wir das tatsächlich schon gehört? Denkt alleine mal an Future Sight, das neue Layout gefällt mir überhaupt nicht und was da alles für ein Flame kann und ich würde aufhören mit Magic und sowas. Aber was ist passiert? Magic lebt bis heute. Die Karten, die alten Karten sind gestiegen, die Reprints, die damals rausgekommen sind, sind auch gestiegen, aber im Verhältnis deutlich die Hälfte bis zu ein Drittel, Langzeit gesehen, aber wirklich lange Zeit, wir reden ja von Jahren, Kurzzeit gesehen eben halt, was das Schönste. Dann kommt noch das Bild dazu natürlich. Denn man möchte natürlich ähnlich wie ein Gemälde an der Wand das Schönste tatsächlich haben. Und auch hier kann ich nochmal mit einem Gemälde, um nochmal die Langzeitsache zu zeigen. Man kann ein Gemälde haben. Dieses Gemälde ist natürlich durch das Exemplar 1 vom originalen Maler extremst limitiert, und zwar auf 1, mehr geht halt nicht. Und das ist das Original, das kann ein paar Millionen wert sein. Aber ihr könnt es noch so oft neu malen lassen von irgendeinem anderen Maler, immer wieder oder drucken lassen, das kann exakt so aussehen. Aber der Wert wird niemals das Original darstellen. Und ähnlich ist es hier mit den Karten, natürlich ist hier die Quantität ein bisschen höher, aber so würde ich das vielleicht auch sehen. Und so könnt ihr es mit allen sehen, ihr könnt es mit Autos sehen. Ein Original bis heute gut erhaltenes Auto ist immer mehr wert, als wenn das Auto neu gebaut wird, weil es halt original ist. Und das ist das, was die Leute eben halt wollen. Original. Ein
Haus, ein uraltes Bauernhaus, original, top erhalten, ist immer mehr wert. So ein, wie nennen die sich das ja nochmal genau? Ich weiß es nicht, diese mittelalterlichen Häuser, top erhalten, ist mehr wert als neues Haus. Wobei, jetzt könnte man so in einem neuen Haus, könnte man viele Sachen einbauen, die das alte Haus nicht hat, um Geld zu sparen. Zum Beispiel Energie, Strom und ach, was alles dazu gehört. Ja, wird natürlich den Wert steigern. Trotz allem, wer das Original haben will, kauft sich das Original. Warum sollte ich mir eine Fälschung kaufen, wenn ich auch das Original haben kann? Und das Einzige, was ich hier tatsächlich schätze, sind die ganzen Flamer, die herumheulen, dass Karten teilweise zu teuer sind. Ja, The Tabernacle of the Veil ist einfach zu teuer, als dass man sich die einfach mal als Spieleinsteiger kauft. Aber selbst wenn es nur die Hälfte kosten wird, würdet nicht die, genau die Flamer diese Karte trotzdem nicht kaufen, weil sie einfach zu teuer ist. Und da muss man einfach sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst, der hat halt Glück gehabt. Der hat das Spiel seit Jahren, Jahrzehnten unterstützt. Warum sollte der nicht auch eine Belohnung dafür erhalten? Oder wer das Geld hat, kann es natürlich auch ausgeben. Zumal ihr, wie gesagt, nicht vergessen dürft, wie viele dieser Karten existieren, wie viele haben Sammler und wie viele spielen mit diesen Karten. Das ist nämlich nochmal ein Unterschied. Denn die Sammler, die den Wert tatsächlich dieser Karten haben und theoretisch mit denen spielen könnten, weswegen die Flamer ja, oh, die haben die Karten, die können damit spielen. Wie viele spielen tatsächlich damit? Ich spiele mit so einer Karte nicht, weil sie mir einfach zu teuer ist. Selbst wenn ich 100 davon hätte, würde ich nicht damit spielen. Nein. Und ja, da könnte man sagen, hilft tatsächlich so ein Reprint den Markt, dass Karten wieder gespielt werden? Ja, wahrscheinlich, wenn die Karte nur noch 80 Euro wert ist. Allerdings, nein. Wenn die Originalkarte nur noch 80 Euro wert ist. Und auch hier denke ich mir, dann kaufe ich sie lieber, bewahre sie auf und lasse den Wert wieder steigen. Sollte das natürlich sich ein permanenter Zustand über Jahre hinwegziehen, dass Wizards so viel immer weiter reprintet, dass die Karte gar kein nicht mehr an Wert steigen kann, dann würde ich vielleicht auch wieder damit spielen, auch wieder mit den Originalkarten. Hab aber immer noch im Hinterkopf, die war mal so teuer, die ist perfekt erhalten. Warum soll ich mir eine perfekt gut erhaltene Karte, aus der, die uralt ist, warum sollte ich mir die kaputt spielen? Denn durch Spielen geht sie ja kaputt. Dann kann ich mir auch eine Reprint-Karte kaufen. Macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Und die kann dann kaputt gespielt werden. Die nutzt sich halt ab durch das Mischen, durch das Reiben. Ist halt so. Sind halt Gebrauchskarten, wenn man spielt. Man kann sie natürlich im Perfect Size und in Höhlen haben, wie ich zum Beispiel spiele. Und damit den Schaden versuchen zu minimieren. Aber trotz allem werden sie runtergespielt. Also, ich hoffe, ihr versteht, wo ich mich sage, lohnt sich so ein Iconic Master, seid ihr Spielers, ihr Spieler und ihr wisst, was ungefähr drin ist. Ja, seid ihr Sammler, lasst die Finger davon. Und damit möchte ich ganz kurz abschließen. Ich habe ein paar Beispiele mit Autos, mit Bildern, mit, das könnt ihr mit allem einfach ziehen. Guckt euch an, was original, gut erhaltene Originalsachen kosten und was Nachbauten, die vielleicht 10 Jahre später kommen oder nachgemalt, irgendwas wurden, an was der Wert tatsächlich da ist. Und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Stammtisch-Kneipen-Runde hier mit Entwicklung Iconic Masters zu Originalkarten war interessant für euch. Wie gesagt, das ist so eine Sache, die mir nämlich wirklich in der letzten Zeit durch den Kopf gegangen ist. Sollte ich mir irgendwann so eine Iconic Masters, sollte ich sie mir vielleicht vorher schon holen, bevor der Wert steigt von so einem Display, weil wenn geile Karten sind, wird der Wert steigen. Soll ich warten, um zu gucken, was überhaupt drin ist? Denn wenn nur Schrott drin ist, wird tatsächlich der Wert fallen. Wir wissen gar nicht, welche Karten drin sind. Wenn nur Karten drin sind, die ich sowieso schon habe, aber nicht High-End-Volume sind, dann brauche ich sie mir sowieso nicht kaufen. Zumal 225 Euro ist eine ganze Stange Geld. Das ist fast ein Urlaub. Muss man sich also überlegen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video einfach mal den Daumen nach oben macht, falls es euch gefallen hat. Oder eventuell den Abo-Button klickt. Und ihr könnt euch gerne an einer Diskussion mit mir beteiligen. Ich werde daraus natürlich weitere Gedankenwege und Schritte nehmen und dementsprechend weiter vielleicht mal ein Video dazu machen. Wie gesagt, das ist das, was mir wirklich in den Tagen umgeflogen ist. Sollte ich mir so ein Display irgendwann mal kaufen? Ja oder nein? Sollte ich mir alte Karten jetzt schon kaufen? Oder sollte ich warten, bis Iconic Masters draußen ist, um dann den von den Karten, die reprintet wurden, den Wert zu nehmen, sagen, oh, guck mal, ich kann hier Geld sparen, weil die Leute panikartig verkaufen, dann kaufen. Oder, oh, die Karte ist gar nicht dabei, wir wissen jetzt, was reprintet werden, hätte ich mal gekauft, denn der Wert von alten Karten wird weiter steigen, die ganzen Investoren und die Sammler, man muss die tatsächlich in einen Haufen werfen, für alte Karten zu kaufen, werden weiter Karten kaufen, die werden, haben sich das Geld erarbeitet in ihrem Leben, die sind dann meist auch schon ein bisschen älter und der Wert wird weiter steigen.
jetzt oder nie. Danke fürs Zugucken. Wie gesagt, gerne mit und mir diskutieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.